Hallo Leute, endlich ist es soweit. Es ist bestätigt und auch offiziell angekündigt. Das Event, bei dem man Fischl bekommen kann, das ferne Sterne-Event, wird kommen. Es ist angekündigt, es ist offiziell bestätigt. Es war ja meine Vermutung, dass es in Patch 1.1 kommen wird. Es ist nun soweit. Das Event beginnt am 16.11.2020 um 10 Uhr. Und läuft bis zum 30.11.2020 um 3:59 Uhr. Bei diesem Event, das in drei Phasen aufgeteilt wird, könnt ihr verschiedene Währungen sammeln, die ihr dann gegen Material zum Charakter verbessern, Waffen verbessern und so weiter eintauschen könnt. Ihr bekommt Urgestein und auch Erfahrungspunkte für euer Abenteuerlevel. Das Event beginnt, wie gesagt, am 16.11. Das ist dann die erste Phase. Zwei Tage später, am 18.11., beginnt die zweite Phase und die dritte Phase am 23.11.2020. Allerdings hat der Entwickler das so geplant und durchdacht, dass auch Free-to-Play-Spieler das locker schaffen. Allerdings braucht man für alles Hearts und das muss man sich dann natürlich selbst einteilen und abwägen, ob man jetzt Fischl haben möchte oder nicht. Oder eben eine Essenz, damit man ihre Konstellation freischalten kann, ein Stück. Wie das Ganze genau abläuft, erfahren wir noch. Allerdings ist es ein Event, mit dem wir anscheinend kämpfen können gegen Viecher, so wie es schon mal war im letzten Event. Dabei können wir uns aber diesmal entscheiden, ob wir es in Singleplayer in der eigenen Welt machen wollen oder uns mit Freunden zusammentun oder mit anderen Spielern, die einfach frei in der Welt rumhausen und Koop offen haben. Rumlaufen, Entschuldigung. Und Koop offen haben. Wenn euch zum Beispiel das Event zu schwer ist, könnt ihr in eine niedrigere Welt gehen. Es wird dann so ausgewertet auf eure Weltstufe, also verliert ihr nichts. Das Gute ist, ihr könnt bis zur letzten Sekunde farmen in dem Event, bis zum 30.11. um 3:59 Uhr, das ist gar kein Problem. Denn der Aktionshändler bleibt bis zum 6.12., was gut ist, weil dann könnt ihr euch dann immer noch einige Tage überlegen, was ihr euch holt an Material. Der Kanal Majestic Multigaming hat mir erlaubt, ein paar Infos von ihm zu nehmen und auch seine Videos zu übersetzen. Er wird die Tage, sobald das Event läuft, das Ganze durchrechnen und Empfehlungen geben, was es sich lohnt, bei dem Händler zu holen, bevor es dann zu spät ist. Ich empfehle euch auch gleich nicht direkt Sachen zu erwerben bei dem Händler, sondern hebt euch alles zusammen auf. Wir schauen uns dann gemeinsam an, wie das Ganze, wie viel man bekommen kann, was man machen kann in den ganzen, in den Mini-Events, in den Minispielen. Und um eben das Beste zu bekommen und dann auch das, was man als Bestes ansieht, zu erwerben. Teilnahmebedingungen sind allerdings Abenteuerstufe 20. Das heißt, im Prinzip habt ihr ja zwei Tage Zeit. Seid ihr noch nicht auf dem Level, solltet ihr das eigentlich locker schaffen in zwei Tagen. Ist gar kein Problem. Wenn ihr das alles geschafft habt am Ende, könnt ihr die Prinzessin der Verurteilung Fischl erhalten. Dafür müsst ihr eben die Aufgaben und alle drei Phasen bestehen. Allerdings habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, in eine niedrigere Welt zu gehen oder in eine gleichlevelige. Oder euch Freunde, die höher sind, in eure Welt einladen. Und weiters gibt es eine weitere Möglichkeit, falls man eben alleine spielen möchte oder sonst niemanden zum Spielen hat. Und bestimmte Charaktere hat, das sind diese Charaktere, der Graf, Mona, Fischl,
dann Lisa, Negwang etc. pp. Die Charaktere verursachen 60% mehr Schaden. Sollte man diese Charaktere aber nicht haben, nicht verzagen. Wie gesagt, ihr könnt euch alle andere Leute holen oder wenn ihr zum Beispiel noch zu schwach seid, könnt ihr, wenn ihr euch mit anderen Leuten trefft, um das zusammen zu machen, einfach jemanden beitreten in der Welt, könnt ihr die Leute supporten. Das heißt, ihr schaut, was ihr habt. Da könnt ihr immer noch Charaktere wechseln und anpassen. Und dann könnt ihr zum Beispiel den Heiler nehmen oder ihr macht den DPS, ihr macht andere Unterstützung. Falls den Elektrocharakter haben, könnt ihr den Wassercharakter, Feuercharakter, Eischarakter nehmen, damit der andere Spieler, wenn ihr sie zu zweit seid, dann eben mehr Schaden machen kann. Es gibt auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, weiterzukommen zusammen. Und ja, das Event sieht gut aus, von dem, was ich hier lese. Man bekommt Abenteurer-EP, das will sowieso jeder, weil man will ja aufsteigen. Einzige Voraussetzung ist, übrigens Level 20 zu schaffen. Ich empfehle euch auch noch, euer Harz anzusammeln. Schaut, dass ihr auf 160 spart. 120 ist zwar nett, aber ich würde es mir so ausrechnen, dass ich zum Start des Events oder halt sobald ich selber anfange zu spielen, genau auf meine 160 komme. Es ist für Free-to-Play-Spieler ausgelegt, aber man will ja das Optimum haben und möchte nicht mit 0 Hearts starten, dann kann man am ersten Tag gar nicht mehr loslegen und vertut vielleicht die Chance oder macht es sich unnötig schwerer. Man muss dann bis Mitternacht, bis um 2 Uhr spielen, hat dann nur noch 2 Stunden, schafft es vielleicht nicht oder keiner ist mehr online oder sonstiges. Solltet ihr mich online auf Twitch sehen, könnt ihr mir einfach eine Anfrage schreiben. Ich kann euch joinen und euch helfen, wenn es schwer ist. Twitch TV Uncle Finks, da findet ihr mich, das blende ich euch dann jetzt dann im Video auch ein. Natürlich habe ich das bei der Aufnahme noch nicht fertig. Und ich bedanke mich auch beim Majestic Multigaming, der mir erlaubt hat, ein paar Infos von ihm zu haben und auch seine Videos zu übersetzen. Ihr könnt auch gerne bei ihm vorbeischauen. Das Video verlinke ich, sein Originalvideo verlinke ich unten. Und dann ihm auch ein Like geben, ihm das Nettes kommentieren, euch bedanken dafür, dass er diese Arbeit für uns macht, sich das Ganze genauer anzusehen und das dann später, wie gesagt, ausrechnet, was er empfehlen würde. Das werde ich, wie gesagt, ins Deutsch übersetzen für die Leute, die sich da schwer tun im Englischen. Ein Follow dürfte ihm auch gerne dort lassen, freut er sich sicher auch. Ihr könnt auch sagen, dass ich euch geschickt habe, wenn ihr mein Video sehen solltet. Und das gleiche gilt auch für mich. Ich freue mich auch über ein Like, über ein Follow und über Kommentare. Das war's. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.